Die riesige Magnolie im Garten steht in voller Blüte, denn Gudrun und Peter Rutkowski feiern ihren 50. Hochzeitstag. Ortsbürgermeister Frank Nase liest aus der Urkunde des Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Zum 50. Hochzeitstag, dem seltenen Fest der goldenen Hochzeit, spreche ich dem Ehepaar Peter und Gudrun Rutkowski in Barleben meine herzlichsten Glückwünsche aus Halle Saale, den 17. April 2015, im Namen der Landesregierung hier, Thomas Bleier, Präsident Landesverwaltung. Diese Urkunde übergebe ich natürlich auch gerne an die Ehrenkinder. Im Wintergarten erinnert sich Peter, was ihm vor 50 Jahren so gut an seiner Gudrun gefallen hat. Ja, ihr Aussehen. Alles, was dazu gehört. Einen schönen Pferdeschwanz hinten ihr habt, einen schönen langen. Sportlich. Ja, im Handball tätig gewesen, im Sport, ja. Naja, das sind so. Und wir wohnten so fast so nebeneinander. Der nächste Eingang. Also, die kennen Sie schon eine Weile. Wir kennen uns dann schon eine Weile, ja. Gut. Hat man schon mal so die Lux so. Und was hat Sie bewogen, ihn zu nehmen? Ja, er war fleißig, zur Arbeit pünktlich auch. Ja, das Aussehen guckt man natürlich auch mal ein bisschen. Und dann war er auch sportlich, damals noch. Peter Rutkowski hat als gelernter Maurer sich zum Bauingenieur qualifiziert und sein eigenes Geschäft gehabt. Gudrun als Bauzeichnerin ihn in allen Belangen unterstützt. Sie haben zwei Kinder und drei Enkel und am Samstag wurde ein großes Familienfest gefeiert. Ich wünsche aber weiterhin ein harmonisches Zusammenleben in der Familie mit der Tochter. Ich glaube, ein Sohn gab es auch noch dazu. Ja. Der kommt tatsächlich später. Mit dem kann er nochmal angestoßen werden. Sie dürfen. Und da alles Gute, viel gute, glückliche Zeit mit der Familie noch und darauf denke, mit der Gesundheit, die immer dazugehört. Alles Gute Ihnen beiden. Ja, auch von Orts TV alle guten Wünsche für die kommenden gemeinsamen Jahre.